Best of Turmspringen. Auf Platz 10 landen die Stabhochspringer Lars Börgeling und Danny Ecker, die die besten Synchronsprünge in der Geschichte unseres Turmspringens zeigten. Oh, da war auf jeden Fall die Synchronität da. Ein Auerbach-Salto, Sie haben es gesehen. Ein doppelter Auerbach-Salto. Platz 9 für das krasse Gegenteil. Der jämmerlichste Synchronsprung aller Zeiten. Ach, wie soll man das schönreden? Die Enttäuschung ist groß. Gut, dafür geht Platz 8 an die beiden für die Sensation vor 2 Jahren. Diese Sprünge hätte den beiden keiner zugetraut. Na guck mal an, das geht doch. Das sah synchron aus, was die beiden gezeigt haben. Und der war noch besser. Platz 7 geht an Joey Kelly für den Handstand vor seinem Sprung. So sieht das normalerweise aus. In den Handstand und ab dafür. Anders bei Joey Kelly. Was er genau in den 2 Minuten auf seinen Händen gemacht hat, wird für immer sein Geheimnis bleiben. Für die Zuschauer und die Jury hieß es warten, warten und nochmals warten, bis es dann endlich soweit war. Also, das war oben auf dem Turm kein Standbild, der steht wirklich so lange. Platz 6 geht an den Präsidenten des Turmspringens für seinen wunderbaren Rückenklatscher. Doppelsalto vorwärts vom 3-Meter-Brett sollte das werden. So hat er gemerkt, wie fest eine Flüssigkeit sein kann. Und wie gut das für die Durchblutung war, konnte man erst nach dem Verlassen des Beckens ermessen. Platz 5 vergeben wir an den schönsten Gesichtsklatscher. Und diesen Platz teilen sich Izzy Gallegos und Ben. Oh, und so sollte man es einfach nicht machen. Platz 4 geht an den sensationellsten Sprung, den unsere lieben Playmates jemals abgeliefert haben. So wurde die Sprungfigur der Schraube noch nie interpretiert. Jetzt gucken wir mal, was Trainer Thomas Bertoldo den beiden beigebracht hat. Naja, sagen wir mal so, man kann also die Schraube auch schon auf dem Brett machen. Platz 3 geht an den Deckensprung aus der Dachkonstruktion der Olympiahalle. Das ist echt cool. Ich hab Herzklopfen. No! Oh, shit! Leider blieb dieser Sprung nicht ohne Folgen, denn bei seinem Aufprall brach sich der Präsident das Steißbein. Platz 2 gehen an die unglaublichen Sprünge des fabelhaften deutschen Turnerwunderkindes Fabian Hambüchen. Na jawohl, und so muss das aussehen! Was für ein Sprung, was für ein Athlet! Katapultiert den nach oben. Drehung 1, 2. Aufmachen. Früh aufgemacht. Und dann geht er gerade ins Wasser. Und auf Platz 1 landet der Sprung, der Millionen Menschen danach von dieser Sportart ferngehalten hat. Der Rückenklatscher von Daniel Aminati aus 10 Metern Höhe, den der ProSieben-Moderator unfassbarerweise fast unbeschadet überlebte. Garantiert wehgetan. Also da hat er überdreht. Schade, so gut wie ihm der erste gelungen war. Dort vielleicht ein bisschen Opfer der leichten Schwierigkeit gewesen, dass er nicht weiter vorn war. Aber das von 10 Metern, das kann ich Ihnen sagen, da wollen wir nicht mit ihm tauschen. Also voll auf den Rücken drauf geklatscht, voll drüber gedreht.